Ryder kann jetzt hier eventuell gleich den Gunfight nehmen. Wenn er allerdings hier in Garage reinpusht, muss er sicher sein, dass hier oben noch jemand ist. Genau, Maria auf Raft, das kann ihn herausnehmen. Und Streamy gleich hinterher, er nimmt Blute draus. Allerdings Blizzard Tricks mit zwei Frags hinterher. Er kriegt jetzt hier auch noch den Quad-Kill auf Top Red. Kann jetzt hier auch noch Joker rausnehmen. Langsam wird die Zeit eng. Joker wird hier pushen. Er kann Joker rausnehmen. Er wartet sicher gleich den zweiten Spieler. Allerdings Flow kann hier den Gunfight gegen Blizzard Tricks gewinnen. Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man das Ganze hier so einfach bloß auf persönliche Leistung sich überlegt. Aber Streamy kriegt hier gleich den nächsten schönen Kill raus. Kann Puff hier mit confirmen. Hexadezimal engaged hier ein bisschen gegen Burr. Kann hier keinen Kill ziehen. Streamy kriegt auf der anderen Seite Fries before Guys. Hexadezimal kann Streamy hier confirmen. Kriegt auch noch Burr hinterher. Der letzte Defender. Er findet ihn nicht rechtzeitig. Die Zeit läuft ihm aus. Kann die Attacker natürlich in eine gute Position bringen. Ryder kann hier allerdings Flow confirmen. Jetzt 2 gegen 2. Allerdings der Plant ist down. Maria und Joker beide noch auf Full Health. Starke Fragger. Man weiß hier zumindest, wo die Ela zu finden ist. Ryder kann jetzt allerdings Maria im Flank rausnehmen. Damit nur noch Joker verfügbar. Der ist jetzt auch relativ weit entfernt. Kann hier allerdings Ryder rausnehmen. Jetzt im 1 gegen 1, 25 Sekunden noch auf der Uhr. Beide wissen, wo die anderen sind. Hexadecimal geht hier jetzt für den Defuse. Ich weiß nicht, ob man den rausnehmen kann. Die Nate wird hier eventuell ein bisschen lange gehuckt. Das reicht nicht. Und Hexadecimal kann den Defuse durchbekommen. Sonst hätte das hier auch schon wieder ein guter Vorteil für UniBWM sein können. Ja, insgesamt muss man dazu sagen, wenn diese ganzen Downs alles Confirms gewesen wären, dann hätten wir mittlerweile schon 1v3-Situation hier. Hexadecimal. Kian sucht ja gerade auch Eri, die sind nah aneinander und hat Ashe gesehen? Nee, hat ihn nicht gesehen. Eri, deswegen kriegt auch noch Kian an was? Der Rest würde hauptsächlich nur Blendgranaten abfangen, wenn überhaupt. Ja, Roter Panda nimmt jetzt hier auch Eri raus. Das heißt, er antwortet direkt mit Refrag und Kaiko mal weiter und Kian auch. Und mit einem 4v2 hier jetzt erstmal auf Seiten der Münchner Playmates. Der X-Swing wird aber gefunden von Slatko. Somit ein Kill näher dran am Equalizer für die Trierer. Slatko macht es einen zweiten, somit ist man jetzt equalized. Und Alva Sabi hat hier seinen Rücken. Gutes Coverage vom Teammate. Die Bulletproof gibt jetzt auch sehr wichtige Intel. Aber sie sagt einem nicht, dass jemand da Trier ist. Aber das ist Slatko egal. Er fliegt rüber und nimmt auch noch so Kilian raus. Kekum jetzt hier allein. Gerade eben hat er noch drei Teammates. Jetzt keinen einzigen mehr. Er muss jetzt hier schauen mit 30 Sekunden. Findet ihr hier die Solo-Gunfights und sie werden ihm geboten? In der Execute. Slatko hätte ganz beständig Pit Door, aber Move ist langsam rein. Bei Sabi versucht gegen zu swingen, wird aber rausfahren von Cake Bomb. Zumindest nur noch drei Attacker gegen zwei Defender, während Sizer oder Panda findet. Der Plan wird auch begonnen, man hat kein C4 hier mehr. Playbase ist raus, Cake Bomb findet trotzdem Eri. Swingt es auch gegen, aber Slatko verteidigt sich beim Defusen und jetzt ist es nur noch der Bug. Die Bug wird auch noch rausfahren. Slatko muss das jetzt alleine machen, 1v1 swingt gegen, aber keiner findet irgendeinen. Jetzt haben wir wieder Man Advantage. Ich habe ja üblicherweise angepriesen, wie gut Mukti Man Advantage spielt, aber diesmal nicht. Und wie vorhin verlieren sie die Man Advantage auch in diesem Fall. Playmax wird die alleine rausgenommen. Wasabi und Zeiss arbeiten sich aber in die Zeit rein. Mit der Door können sie direkt die Door covern. Mit der Nate können sie direkt die Door covern. Und können jetzt hier vielleicht sogar ganz ruhig vom Plank in den letzten 10 Sekunden. Wasabi versucht hier die Aviator Study Door zu halten, muss sie aber zurückziehen, wer sein Schild erschossen wird. Das heißt, er kriegt den Plan jetzt auch durch. Wasabi muss den Gunfight gewinnen, tut er aber nicht. Somit ist es jetzt hier nur noch Zeiss. Er ist so stark, aber nicht so stark wie die Kugel der Slug. Ja, Trier bewegt sich noch nicht voran. Wir haben gesehen, Kilian hatte mehr als genügend Zeit, in Aviator Ruben seine Goom einzusetzen und damit auch noch mehr Zeit zu schinden, weil sich nämlich die Angreifer die Pfeile aus den Füßen rausziehen müssen. Kilian holt Eri raus, ein Playmax macht dann einen Kill auf Slatko. Jetzt ist nur noch Alvasabi übrig. Der liefert sich den Gunfight mit Playmax. Kilian und Playmax können sich nun vorrücken. Playmax wird dann aber da rausgeholt, nachdem er